Tauchgang zu den schlafenden Haien. Entgegen der üblichen Meinung ruhen Haie am Riffgrund. Früher war man der Meinung, wenn sich Haie nicht bewegen, bekommen sie keinen Sauerstoff durch die Kiemen. Wir wissen es jetzt besser. Haie liegen vollgefressen von dem nächtlichen Raubzug in der Strömung und drücken das sauerstoffhaltige Wasser durch die Kiemen. Haie haben keine Schwimmblase und gehen unter, wenn sie sich nicht bewegen. Der Versuch, sich ganz leise an Haifische heranzuschleichen. Hier kann man ganz schön das Durchspülen der Kiemen mit Wasser bzw. mit Sauerstoff beobachten. Wenn sie sich sehr gestört fühlen, merkt man das am Verhalten der Tiere, indem sie sich verspannen und die Bauchflosse nach unten drücken. Dann nimmt man besser Reis aus. Wer ist? Zum ersten Mal sahen wir eine Suppenschildkröte, heute fast ausgerottet. Schildkröten können die Luft in ihren beiden Lungenflügeln austauschen und sind somit unter Wasser sehr beweglich. Wer hier wohl wem das Schwimmen beibringen will? Eine echte Karettschildkröte. Wasserschildkröten haben einen ziemlich weichen Panzer. Diese hatte auf dem Rücken eine schlimme Verletzung von den Schiffsschrauben der schnellen Boote. Die Verletzung. Hätten wir das vorher gesehen, wären wir von ihr weggeblieben. Wobei aber Verletzungen bei Schildkröten schnell verwachsen.
Seeigel sind hier sehr häufig in diesen Gewässern anzutreffen, sind aber zum Essen ohne Öl zu trocken und schmecken mir aus der Dose besser.